Liebe Freundesseelen, herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Meditation. Mit dem heutigen Tag beginnt die Adventszeit, die Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Geistig wollen wir uns vorbereiten und ausrichten, die Chance der äußeren Umstände nutzen, um dieses Jahr mehr als sonst den Weg der Stille und Besinnung zu nutzen. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei und wir können diese Zeit ein Stück weit auch als gemeinsame Zeit begehen. Durch unsere sonntäglichen Meditationen und die täglichen kleinen Reisen in die Welt des Geistes. Ich freue mich sehr über die Gemeinschaft, die hier inzwischen entstanden ist, und bin überzeugt davon, dass sie weiter wachsen wird und auf kleine, feine Weise auch hineinwirkt in die Welt. Es liegt an jedem von uns. Die Tage werden dunkler, die Temperaturen sinken, Nebelbänke senken sich und alles scheint zu rufen: Komm zur Ruhe, kehret in euch, sammelt eure Kraft. Und so möchte ich diese Tage nutzen, um unsere gemeinsamen Meditationen aus der ersten Hälfte des Jahres wieder aufleben zu lassen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und den Sonntagabend zur geistigen Einkehr nutzen wollt. Und so denke ich, dass wir allmählich mit unserer Meditation beginnen können. Mach es dir bequem, wo immer du auch gerade bist, und schließe deine Augen. Besinne dich zunächst ganz auf deinen Körper und werde ruhig und ruhiger. Spüre deine Atmung, das Wunder deiner Atmung. Es atmet ein, es atmet aus. Es atmet ein und es atmet aus. Die Klugheit deines Körpers spürst du über deine Atmung. Ein und aus. Ganz von allein. Und mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und ruhiger und ruhiger. Tiefer und tiefer ist die Versenkung. Tiefer und tiefer sinkst du in dich selbst. Es ist, als würdest du in deine wahre Heimat gleiten. Tiefer und tiefer. Und je tiefer, desto wohliger, angenehmer. Du singst und singst ganz in deine Mitte, tief in deine Mitte. Dort, wo der Kern deines Daseins ist, der Kern deines Ich-Seins. Der Kern deines Daseins, der Kern deines
Ich. Und wie könnte es anders sein, als dass es dort leuchtet? Ein Licht leuchtet in deinem Inneren, eine Flamme und wunderschön anzusehen. Richte deinen geistigen Blick auf diese wunderschöne Flamme. Sieh, wie sie leuchtet im Inneren, wie sie leuchtet ohne dein Dazutun. Die höhere Weisheit deines Seins lässt es leuchten. Danke dem Licht und danke der höheren Weisheit. Dein Licht ist es. Deshalb ist es so schön. Die Flamme tief in dir entspricht deinem wahren Wesen. Betrachte die Flamme, ihre Farbe, ihre Form, ihre Struktur und schließe auf dich selbst, auf den wahren, schönen Kern deiner selbst. Welch ein prächtiges Licht. Spürst du es und siehst du es? Spürst du, wie es wahrnimmt deine Beachtung? Das Licht, es freut sich deiner Beachtung. Spür doch und schau, es reagiert auf dich. Das Licht in dir wird stärker, schöner, heller, lebendiger. Das Licht in dir, es freut sich über dich, wird heller, schöner, bunter und lebendiger. Dein Licht ist es, durchwebt von dir selbst. Dein Geist durchpulst es und lässt es stärker werden. Tief verborgen ist dies Licht und kann sich so entfalten. Jenseits der Blicke von außen, jenseits jeglichen Zugriffs, ganz tief, ganz still, da leuchtet es Tag ein, Tag aus, nur für sich, genügt sich selbst. Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus und leuchtet still vor sich hin.
ganz wie es dem Klang deiner Seele entspricht. Und jetzt, in diesem besonderen Moment, da nimmst du es wahr. Und das Licht, das kleine, feine und reine, es freut sich deiner Beachtung. Schau nur, wie es sich freut. Ein herrlich strahlendes Licht in deinen Farben, in deinen Formen und ganz nach deinem Rhythmus. Nur für dich, da leuchtet es. Nur für dich. Du siehst die Formen, die Farben und die Struktur und fragst dich, spricht es hier zu mir? Spricht dies Licht zu mir? Noch einmal schaust du tiefer hin, mit offenem, klugen, geistigen Blick, dein ganzes Leben überschauend, schaust du in das Licht und übersetzt die Sprache der Farbe, der Form und der Struktur. Ja, dein inneres Licht, es spricht zu dir. So höre seine Worte. Höre seine Botschaft und werde nochmals stiller. Dein Licht ist es, und leuchten tut es nur für dich. Hör doch und sieh doch, wie es spricht zu dir. Zeichen macht es nur für dich, denn du allein verstehst es, denn nur du lebtest dies Leben, machtest all diese Erfahrungen, durchlebtest all diese Gefühle. Das Licht, es spiegelt alles dies und wandelt es, erhebt es, überhöht es. Sieh nur ganz genau und lerne über dich, über euch beide und über das Leben an sich. Lerne über dich. Lerne über euch zwei. Und lerne über das große Wunder des Lebens. Sag danke, liebes Licht, dass du leuchtest Jahr ein Jahr aus. Hab tausend Dank,
dass du mich von innen erleuchtest, stets bei mir bist, niemals von mir weichst. Und sieh doch, liebes Licht, wie du in mir wirkst und durch mich wirkst. Sehe den Schwung meines Ganges, darin steckst auch du. Sehe den kraftvoll liebevollen Händedruck, das bist auch du. Sehe mein Lächeln, mein Strahlen jedem Menschen gegenüber, das ist auch deine Wirkung. Mein aufrechter Gang, meine stolz geschwellte Brust, meine Lebensfreude, die durch all meine Poren dringt, das bist du. Hab tausend Dank dafür. Was wär ich ohne dich? Du liebes Licht, du Licht in mir, das da leuchtet, Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, ohne Unterlass, ohne jegliche Erwartung, eine Hingabe ans Leben, und eine freudige Hingabe auch an mich. Was kann ich dafür dankbar sein? Du helles, strahlendes Licht, dass du leuchtest, so wie ich bin, dass du mich wärmst und nährst, und am Leben hältst und gütig und liebevoll durch all meine Gesten wirkst. Lass uns jetzt gemeinsam wirken, du liebes Licht, wo wir die Verbindung hier gefunden haben. Wollen wir bewusst und gemeinsam jetzt nach außen strahlen? Ja, lass uns doch hier gemeinsam eine Fackel entzünden. Eine Fackel, die weit hinausstrahlt in die Welt. Erstmals im Bewusstsein unserer Gemeinsamkeit. Ich spüre dich und du spürst, dass ich dich spüre. Welch herrliches Licht werden wir nach außen senden. Wie wunderbar wird es hineinleuchten in die dunkle, kalte Nacht. Gemeinsam leuchten wir nun hinaus in die Welt. Ein herrliches, goldenes Licht dringt in die kalte, dunkle Nacht. Ein herrliches, goldenes Licht dringt in weite Fernen. Seh doch, wie es leuchtet, liebes Licht. So hell strahlen wir nur gemeinsam. Von jetzt an gemeinsam für alle Zeit, nicht wahr?
Bist du mit dabei, du liebes Licht? Willst du wirken und strahlen in weite Fernen mit mir gemeinsam, meinem bewussten Ich? Tun wir uns zusammen und leuchten künftig alle Zeit wie jetzt. Goldenes Licht in weite Fernen sendend, die dunkle, kalte Nacht erhellend und erwärmend. Die dunkle Nacht, die kalte Nacht erhellen und erwärmen. Welch herrliche Mission für uns zwei, nicht wahr? Wärmt es dich, wie es mich gerade wärmt? Erhellt es dich, wie es mich gerade erhellt? Unsere gemeinsame Fackel leuchtet in weite Fernen, goldenes Licht versendend, die dunkle, kalte Nacht wandelnd in Helligkeit und Wärme. Sieh doch, eine kleine Sonne sind wir. Wir senden Licht und Wärme. Geistesklugheit, Herzenswärme. Beides dringt durch uns, erleuchtend und erwärmend, goldig scheinend in die Nacht. Wie herrlich, dieser Art Sonne zu sein. Was können wir danken der dunklen, kalten Nacht? Denn ohne sie wäre diese Erfahrung nicht möglich. In dieser Stärke, mit diesem tiefen und erwärmenden Gefühl. Eine Fackel leuchtet, golden glänzend weit hinaus in dunkle, finstere Ferne. Die Fackel eines Leuchtturms leuchtet in die Ferne, leuchtet, strahlt und sendet. Sie leuchtet, strahlt und sendet. Und sieh doch die Schiffe am Horizont. Sie spüren es und sehen es und finden ihren Weg. Wie herrlich ist es, derart stark und schön zu leuchten. Wir sind nie mehr allein. Wir haben uns und sehen all die Schiffe dort am Horizont, überall auf dunkler, rauer See. Sie sehen uns und spüren uns
und freuen sich unseres Lichtes. Und sieh doch, liebes Licht, du, schau doch weiter an der Küste, links und rechts. Siehst du all die anderen Leuchttürme dort leuchten? Siehst du, wie es leuchtet in immer weiterer Ferne? So viele Türme senden ihr Licht im eigenen Takt. Sind es die Seelen, die mit uns gemeinsam hier meditieren? Was meinst du? Lass uns Verbindung mit ihnen aufnehmen. Du liebes Licht in mir. Lass uns senden zu den anderen Leuchttürmen, rechts und links der Küste. So viele können wir sehen. So lass uns stärker leuchten. Lass uns leuchten, als würden wir winken. Winken zu einem jeden Leuchtturm dort, links und rechts der Küste. In weite, weite Fernen sehen wir immer mehr. Wir leuchten stark. Und winken hell. Und spüren hin zu all den anderen. Winkt es da zurück? Sind dies Zeichen der anderen Leuchttürme? Sie spüren uns, sie sehen uns. Lauter wundervolle Leuchttürme, Zwillingspaare von erleuchteten Seelen und ihrem inneren Licht. Sie alle leuchten und strahlen weit hinaus. In goldenem Licht. Sieh nur links und rechts. Wir winken und sie winken zurück. Sie winken und wir winken zurück. Ein wundervolles Lichtermeer entsteht und schon kommt der Eindruck auf, es sei gar nicht mehr so dunkel hier um uns herum. Die dunkle, kalte Nacht, wo ist sie geblieben? Sieh nur. Wie es leuchtet, wie es blinkt und winkt und sich all unser Licht verschränkt zu einer großen Lichtersinfonie. Es blinkt, es winkt. Und klingt. Es blinkt und winkt.
eine Sinfonie der Lichter, ein Konzert der Leuchttürme links und rechts der Küste. Gemeinsam leuchten wir, vertreiben Dunkelheit und Kälte. Wir spüren die Verbindung und sie tut so, so gut. Ein jeder Leuchtturm freut sich gleichermaßen, freut sich so wie wir, sieht unser Licht und denkt, so leuchte ich ja auch. Und wir sehen deren Licht und erkennen uns darin, sehen, wie herrlich die Wirkung dieses Leuchtens ist, wie stark und kraftvoll, herrlich und belebend es leuchtet. Danke an alle Leuchttürme für diesen Spiegel. Danke für euer Dasein, für eure Offenheit, für eure Hingabe an das Miteinander. So herrlich, so nährend und so schön. Welch kraftvoller Impuls hinein in das, was eben noch wie kalte, finstere Nacht erschien. Wo ist sie hin, die Nacht? Ist dies schon die Dämmerung? Ist dies schon der neue Morgen? Wir sehen all die Lichter, wir sehen all die Hoffnung, all die Kraft und finden keine Nacht mehr. Die Dunkelheit und Kälte sind vergangen. Heller und wärmer wird es hier, wo so viel Sonnen beginnen zu leuchten. Gemeinsam zu leuchten, im Verbund. Ja, dies muss der neue Morgen sein, der hier heraufzieht. Es muss der Anfang des Neuen sein, denn so steht es geschrieben, es kann nicht anders sein. Wenn neues Licht, das wahre Licht aus uns geboren wird, in uns aufs Neue aufersteht, wenn die Kraft der Sonne ihre Wiedergeburt findet in Tausenden und Abertausenden Herzen, wenn Herzen weithin leuchten wie Leuchttürme an Küsten in der Nacht, dann ist dies der neue Morgen. Eine neue Zeit, die hereinbricht, wo die Nacht am dunkelsten schien. Sieh doch die anderen Leuchttürme, wie erleuchten nochmals heller, schöner und rhythmischer wird.
Haben Sie unsere Gedanken gehört? Freuen Sie sich gleichermaßen über diesen Neuanfang? Wollen auch Sie sich noch einmal umso mehr mit einbringen? Dann tun wir es auch noch einmal umso mehr. Komm, lass uns leuchten und strahlen um die Wette. Noch heller, noch goldiger hineinstrahlend in den aufkommenden neuen Morgen. Die anderen ermunternd auch noch heller zu leuchten. Ihnen bedeutend leuchtet umso heller, so wird die Nacht bald gänzlich verschwunden sein. Morgendämmerung. Ein neuer und ein besserer Morgen nach kalter, dunkler, finsterer Nacht, die so viel an Kräften forderte und so viel abmühte. Doch nun scheint es allmählich überwunden. Nicht nur leuchten wir die Leuchttürme, es ist, als würde es überall nun heller werden, als hätten die Leuchttürme viele Herzen angesteckt, viele Schiffe am Horizont erreicht, auf dass auch sie das Leuchten nun beginnen. Welch herrliches Gefühl. Aufbruch. Hoffnung. Neuanfang. Und sieh nur, wie es winkt. Am Horizont und überall. Es ist, als würden die Seelen sich allmählich öffnen. Und die, die sich öffnen, gewähren einen Blick ins Innere. So dürfen wir nun schauen, die Freude, die allmählich aufkommt, wo die Ängste schwinden, die Sorgen, und die große Last verschwindet. Zarte Funken von Hoffnung, neuer Kraft und Freude, die entstehen in all den Herzen, die wir erreichen, bewusst und unbewusst. Durch Gedanken, Worte und Taten. Überall erreichen wir sie. Auch hier, in diesem Moment. Und die Herzen, die sich zaghaft öffnen, gewähren einen Blick ins Innere. Dankbarkeit vernehmen wir. Zuversicht vernehmen wir. Die Welt gewinnt an Hoffnung. Die Welt gewinnt an Wahrheit, Einsicht und Erfahrung.
Die Welt gelangt zur Heilung. Langsam, aber sicher heilen die Wunden der Welt. Die Wunden der Welt, sie heilen langsam, doch gewiss. Es ist, als ob der Morgen alle erreicht. Ein jeder spürt, da ändert sich nun etwas. Neue Zeiten brechen herein, Zeiten des Friedens, der Freude, des neuen Miteinanders. Zarte Jubelklänge überall. Und aus offenen Herzen werden neue Leuchttürme. Und viele, immer mehr, beginnen zu leuchten mit ihrem goldenen Licht, strahlend bis in weite Fernen. Sich öffnende, zaghaft öffnende Herzen wandeln sich allmählich zu leuchtenden Türmen des Lichts. Leuchttürme. Überall. Leuchttürme, wo wir es nie erwartet hätten. Kleine und große Wunder der Erweckung. Sieh nur, allein im Umfeld eines jeden Einzelnen. Wer hätte das gedacht? Und wie riesengroß sind Überraschung und Freude. Leuchttürme. Überall. Und schon ist die Nacht längst überwunden, und das Morgenrot strahlt kräftig durch den Himmel, erleuchtet die Welt überall. Dies ist der neue Morgen. Wie herrlich und wie wundervoll. Du liebes Licht, ich danke dir. Ich danke dir, dass du branntest im Verborgenen Jahr ein Jahr aus. Und dass du nun mit mir gemeinsam, Tag ein, Tag aus, nun strahlen willst. Ich danke dir von Herzen. So wollen wir uns noch einmal sammeln. Ich horche noch einmal ganz tief in mich selbst hinein. Und schau, du liebes Seelenlicht in mir, spüre noch einmal, wie hell du leuchtest, und erfreue mich noch einmal an der wunderbaren Vision eines aufkommenden neuen Morgens. Aufgekommen durch viele Seelenlichter, die begannen zu leuchten, golden zu leuchten weit in die Ferne hinein, Herzen erweckend und auch zu Leuchttürmen machend. Der neue
Morgen. Wie wundervoll. Liebe Freundesseele, unsere heutige Reise in die Welt des Geistes kommt mit diesen Worten allmählich zu ihrem Ende. Nimm noch einmal alle Gefühle, alle Gedanken und Eindrücke, alle Bilder ganz tief in dich auf. Der neue Morgen, er möge beginnen in deinem eigenen Herzen. Fühle es aus diesem Grunde noch einmal ganz tief und fest in dir. Wisse, das Erlebte und Geschaute bleibt erhalten. Du nimmst es mit in die Nacht, dort wirkt es weiter. Und am Morgen wirst du gestärkt erwachen. So tue nun noch ein paar ganz bewusste Atemzüge. Ganz tief und ganz bewusst. Und gib dir dann den Befehl, allmählich hier zurückzukehren. Ganz allmählich kommst du wieder an in deinem Körper. Ganz hier in deinem Raum. Du spürst dich wieder voll und ganz. Gibst winzig kleine Bewegungsimpulse hinein in deine Gliedmaßen und landest ganz allmählich wieder hier bei uns. Nimm dir noch deine Zeit. Ja, liebe Freundesseelen, dies war unsere kleine Meditation am ersten Adventssonntag. Ich hoffe, die Reise hat euch allen gefallen und ihr habt viel mitnehmen können. Lasst uns nun noch ein wenig im Chat miteinander austauschen. Schreibt doch gerne später noch Kommentare. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen früh oder wann auch immer am kommenden Tag zur nächsten Reise, kleinen Reise in die Welt des Geistes wiederfinden. Bis dahin alles Gute, euer Arminius.